Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Ghostbusters Video Game. Was ist das für ein Geruch? Letztes Mal haben wir gnadenlos gegen die Geister versagt. Ja, aber das sind nur die Helfer. Wo ist der Boss? Alter Schwede. Ich kenne diesen Typen. Das ist der massenvergifte Chefkoch The Forest. Also niemand isst hier drin was, auch wenn ihr echt hungrig seid. Ich verschluck gleich meine eigene Zunge, Ray. Ist das in Ordnung? Halleluja. Erstmal hier die Dinger weg. Und das da weg. So. Okay, sie kommen. Hilf mir, danke. Links von dir. Nichts wie außen. Oh! Ah. Oh ja, los, immer weiter! Nichts wie raus hier! Ich bin getroffen! Ja. Ach, könnt ihr euch mal entscheiden hier? Au. Augen nach oben! Oh. Deckung suchen! Ah. Oh oh, da kommen sie! Ah. Echt? Echt knifflig, die Geister. Links von dir. Aua. In Deckung, schnell. Sieh nach hinten. Die treten im Rudel auf. Lauf! Alter! Genau so! Los! Mach das nochmal! Versuch's doch! Oh. Zieh hoch! Gute Arbeit! Bin rüben! Überzogen, aber nur ein bisschen! Ah, Mann! Oh. Knapp an mir vorbei! Mehrere Kontakte! Erstmal wieder beleben hier! Ich hab ihn erwischt! Ah, Mann! Seine Kraft nimmt ab. Und jetzt hol ihn rein! Komm, Dickerchen! Jawohl! Verdammte Hacke! Ganz schön viele, was auch immer die sind. So, Dickerchen haben wir schon mal. Nicht umfallen. Über dir. Pass auf. Ah, da kommt der nächste Beute an. Sieh nach hinten. Höhe dich. Links von dir. Sie kommen. Ah, komm, komm, komm. So wird das So, wieder einer weniger. Na toll. Aber wir werden besser. So. Immer weiter drauf. Zieh nach hinten. Hab ihn in der Schlinge. Pass auf, über dir. So. Wo jetzt? Zack. Einen dicken, fetten Fisch. Platz da! Platz da! Ah. Hey, ich bin auf deiner Seite. Und? Alles klar, die Küche ist sauber. Huiuiuiuiui. Halleluja. Das war ja mein Kampf hier. Warum guckst du hier ran? Okay. Dachte, da ist was Spannendes dahinter. Guten Tag! Gott sei Dank, ihr seid hier. Hier ist... Oh, wieder wach. Okay, anscheinend ist die Psychomasse 65 Meter über unseren Köpfen zur Ruhe gekommen. Die 13. Etage. Dieses Hotel hat keine 13. Etage. Keins der alten Grand Hotels hat eine. Da hat der Mann ein gutes Argument. Wir teilen uns einfach auf. Egan,
Du und der Neuling, ihr geht in die 12. Etage. Winston und ich sehen uns die 14. an. Sir, würden Sie bitte mit uns kommen? Gut, aber wir bleiben in Kontakt. Dieser Ort ist außerordentlich gefährlich. Doch kein Ausschlag? Es wächst, es wächst, es wächst, es wächst, es wächst, es kommt, ich komme näher, ich komme näher, ich komme näher. Ist es etwa die Mülltonne? Was ist das? Hä? Blumentopf? Eine gruselige Uhr. Schweizer Todesuhr, 1821. Der berüchtigte Schweizer Todesuhr wurde von Herschel Glücke hergestellt, einem genialen, aber verrückten Uhrmacher. Sie soll den exakten Todeszeitpunkt von jedermann anzeigen, der sich ihr nähert. Wenn man sie in der Feuerwache bei den vielen Entitäten aus dem Nachtleben platziert, geraten die Uhrzeit allerdings völlig außer Kontrolle und drehen sich wie verrückt. Peter nutze diese Uhr daher als Schreibtischventilator. Okay. Warum nicht? Einen überdimensionalen, tödlichen Schreibtischventilator. Man gönnt sich ja sonst nichts. Haben wir noch irgendwas zum Kaufen? Wir haben hier schon wieder extrem viel Kohle angesammelt. Hier zum Beispiel, da, siehst du, können wir mal hier. Das da kaufen. Jo. Okay. Kaufen. Okay. Besitzen, besitzen. Oh, hier ist noch was zu kaufen. Oh. Wenn man hier wirklich alles einsammelt, kommt man extrem gut mit dem Geld hin. Das ist echt lustig. Ah, das habe ich mittlerweile alles gekauft. Ja, mal durchsprinten. Weil nämlich zu den Aufzügen. Darf ich? Nö, natürlich nicht. Wer hat das Kind auch immer drauf bestanden, die Fahrstuhltaste zu drücken? Sehen wir mal, was auf der 12. Etage ist. Ja, kommt rein, bitte. Ich will nicht alleine hier drin sein. Geh rein. Ich will nicht der Erste reingeht. Danke. Was mit den anderen beiden? Machen die Eierschaukeln oder wie? Egan, was hast du vorhin über den Mandala-Knoten gesagt? Du meinst, warum wir dauernd neue Geister sehen? Ja. Okay. Denk dir das Mandala wie eine Buslinie der Stadt. An den Haltestellen werden Geister oder wartende Passagiere in das System gezogen und dort festgehalten. So konzentriert sich ihre PK-Energie, die daraufhin zum nächsten Knoten oder zur nächsten Haltestelle weitergeleitet wird und so weiter bis zur Endstation. Bei jeder einzelnen Haltestelle absorbiert der Stationsmanager einen Teil der Energie. Das stärkt ihn, den Knotenwächter, sodass er die Geister unter Kontrolle halten und jeden vernichten kann, der zur Haltestelle kommt, um den Fluss zu stören. Diese Knoten oder Haltestellen sammeln die verwendete Energie, um einen zentralen Punkt zu speisen und bedrohen somit unsere Welt noch viel stärker. Ergibt das jetzt alles mehr Sinn? Natürlich. TGTG, total gefangene Transportgesellschaft. Ja, alles war ziemlich gut erklärt, bis die Passagiere in der Haltestelle gefangen wurden. Wann ist mein Leistungsgespräch nochmal? Ich verdiene mehr Aktienoptionen. Oh, junge Dame, Sie sind voller Überraschungen. Nach Ihnen, meine Liebe. Also, es war ziemlich furchterregend. Seid extrem vorsichtig. Das ist wahrscheinlich ein gefährlicher Konzentrationspunkt. Obwohl ich sagen muss, wenn man selber in diesem scheiß Fahrstuhl steht, da hätte ich mir wahrscheinlich in die Hosen gekackt. Bin ich ganz ehrlich. Es kommt von überall und nirgends. Unmöglich, eine genaue Position auszumachen. Ray, bitte melden. Bist du da? Egan, was ist los? Wir hatten dich eine Minute lang verloren. Wir hatten einen Kontakt. Ich habe weitere Informationen zu dem Spinnenhexengeist. Der Manager sagt, die Behörden hätten sie nie gefunden, aber... Die Leichen hingen von der Decke, ihr Blut war ausgesaugt und sie waren herumgeschleppt worden. Yeah. Er sagt, man fand die Opfer in ziemlich üblem Zustand. Die Wände waren mit Blut bedeckt, die Möbel waren halb zernagt, zertrümmert und in einer Ecke wie zu einem riesigen Nest aufgestapelt. Sie scheint den Raum auch ziemlich übel verwüstet zu haben. Ich will nicht von der Decke hängen und Blut ausgesaugt bekommen. Ich sage dir nur so viel. Ich will nicht in schlechtem Zustand oder vandalisiert gefunden werden. Das will, glaube ich, keiner. Da sind wir einer Meinung. Aber erstmal hier Türen aufbrechen. Wird sowieso gerade renoviert. Eine Toilette.
Phantomtoilette. Wer hat sich denn darauf gesetzt? 1906, dieses beeindruckende Stück Ingenieurs- und Handwerkskunst, das seine Majestät König Edward VII. Als diplomatisches Geschenk von marokkanischen Botschafter erhielt, war seit seiner Entstehung der Ursprung vom Desaster und Tod. Dem Botschafter war natürlich nicht bekannt, dass ein türkischer Ertränkerdämon das Teil eines hinterhältigen Attentatsplanes an den großartigen Thron gebunden war. Ein anmaßender Unterbutler wurde das erste britische Opfer des Nachtstuhles, als der Diener ihn benutzen wollte. Noch bevor Edward dieses tun konnte, der Unterbutler erlitt dabei einen schrecklichen feuchten Tod und die Toilette wurde schnellstens aus der aus dem Palast des Königs entfernt und auf den Müll geworfen. Seit jener Zeit fand sie ihren Weg in viele Hände und Haushalte und brachte überall nur Schrecken und Tragödien. Selbst heute noch ist es schwer vorstellbar, dass so ein schönes Stück unglaublich tödlich ist. Er sieht eher aus, als ob jemand Diarrhoe drauf hatte. Beziehungsweise megamäßig Durchfall. Diarrhoe ist ja eine Geschlechtskrankheit. Aber, naja. Jedem das Seine, mir das Meiste. Ich mache hier weiter und setze mich definitiv nicht auf dieses tödliche Klo. Okay, dafür müssen wir alle zusammenarbeiten. Ray, bitte kommen. Ja? Was ist los? Ich will scannen. Wie lautete die Zimmernummer der Spinnenhexe? 1221. Nach ihrem Amoklauf wurde der Raum versiegelt, bis wir vor 5 Jahren renoviert haben. Hörst du das? Zimmer 1221. Ich glaube, dass... Hey. Bist du bereit? Ich bin bereit. Los geht's. 1221. Klingt nach dem Plan. Yeah. Oh, begrüßt unsere Besucher. Scan das für den Gespensterleitfaden. Spinnenkrabbler, Bonsenpfeil. Spinnenkrabbler, enge Verwandte der Giftkrabbler, sind ebenfalls physikalische Manifestationen der Ungeziefergeister. Wenn auch von einer anderen Größenordnung, Begegnungen mit diesen Kreaturen wurden bisher nur auf der Geistebene gemeldet, wo sie gewöhnlich die Vorboten anderer noch gefährlicherer Kräfte sind. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Bonsen. Da. Ach, das ist das Ding. Okay. So, ich gehe mal aus Versehen rein. Einfach mal sicherheitshalber versuchen, wegzusprengen. Hier komme ich nicht durch. Vielleicht mit Schleim. Nö, geht's hier weiter. Egon, kommst du? Der Vorsitzende schickt die Kriegergeister zu mir. Sie lieben mich. Sie machen mich stark. Schön für dich, ich hasse Spinnen. Der Boden durchläuft eine signifikante Metamorphose. Die Geisterwelt dringt aggressiv in unsere ein. Sie verwendet noch nicht mal ein Portal, das ist äußerst übel. Meine Knöchel? Du meine Güte, wir kennen uns doch kaum. Nein, ich... Wir... Was sind Sie? Nein, Hilfe! Nein, bitte! Ein sehr spannender Monolog. Die Geisterwelt bricht durch. Es passiert früher, als wir gedacht hatten. Es scheint, als würde sich der Knoten hier konzentrieren. Wir könnten Hilfe brauchen. Ray, bist du da? Bitte melden, Ray. Anscheinend sind wir jetzt gefragt. Dann suchen wir mal 1221 und beenden das. Das aber in der nächsten Folge von Ghostbusters The Video Game. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst doch einfach mal ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir haben gesehen, es gibt noch ein verstecktes Element, das wir hier finden können. Und natürlich werden wir in der nächsten Folge herausfinden, wer denn diesen wahnsinnig spannenden und aufregenden Dialog geführt hat. Besser gesagt, Monolog. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.